Ja Leute, willkommen wieder zurück zum nächsten Part, Clone Wars. Im letzten Part hatten wir ja eine große Raumschlacht über Kamino, da hatten es ja die große Separatistenflotte angegriffen. Hat sich damit den Resten zurückgezogen auf Geonosis. Und ja, in dem Part möchte ich jetzt ja Felucia angreifen. Hier, genau. Kurz checken, Wohntruppen. Die gehören noch zu unseren Truppen. Hier können wir nochmal Raumstation raushauen. Hau ich hier mal ein bisschen was für den Boden raus. Es ging glaube ich auch nur bis Stufe 3 hier, ne? Alles klar. Dann greifen wir jetzt Felucia an. Ich speichere nochmal, weil wir uns alle Vorbereitungen getroffen, genau. Außer das habe ich vergessen. Zack. So, dann ab nach Felucia. Der vorletzte Planet. Taktisches Gefecht steht kurz bevor. Oh, hier ist sogar eine relativ starke Flotte. Oder sind die, ich weiß es nicht, über Kamino sind die jetzt nach Felucia gezogen? Boah, schon wieder so viel, ne? Schon wieder so viele Westcount Destroyer. A-Wing-Geschwader hier. Alter, nee, ey. Enemies moving in. Eure Verstärkung. Schon unterwegs. Geschwader, vorwärts. Unterwegs. Sind unterwegs. Verstärkung. So, haben wir erstmal die ganzen ETA 2, ich habe mir den Namen gemerkt. Verstärkung unterwegs. Verstärkung unterwegs. Verstärkung unterwegs. So, einmal hier die ganzen unterwegs. Raus. Jawohl, Commander. Vorrück. So, dann könnt ihr euch mal Angriffsposition bewegen. Wählt eure Verstärkung. Unterwegs zu den Koordinaten. Noch mehr Schiffe hier raus. Sofort. So, jetzt haben wir unsere gesamte Flotte draußen. Der hat schon mal keine Schilde mehr, das ist gut. Alle vorrücken, ich will direkt vor die Raumstation, dass wir die Raumstation im Schuss nehmen können. Bomber. Da drauf. Und ihr auch alle nach vorne. So. Stärkung haben wir nichts mehr. Ich hab Energie verloren. Okay, es sieht gar nicht so schlecht gerade aus. Diese ist eine Verteidigungsposition. Wir kommen gerade an. Es haben ja auch jede Menge Jäger, die schicken auch mal alle nach vorne. Melde mich wie befohlen. Ja, die gehen mal mit auf die Raumstation. Oh, du hast keine Schilde mehr. Zielerfassung bei maximaler Feuerkraft. Na gut, die haben wahrscheinlich wieder alle auf den geschossen, wie immer. Für den Maus auseinandernehmen. Ich verstehe nicht, eigentlich ist dieses Waffenenergiestärkung eigentlich ziemlich gut, aber irgendwie wirkt das so wenig bei den Venator-Kreuzern. Oh, da ist einer schon zerstört. Oh, wunderbar. Dann geht ihr einmal bitte auf den Schildgenerator. Zerstören wir erstmal die Raketenfregatten, dann stellen die erstmal keine Gefahr mehr auf unsere Jäger alle da. Zack, wunderbar. Du bist glaube ich der Einzige, der so schwer beschädigt wurde, ne? Ja, hier sind wir einmal durchgebrochen. Wunderbar. Ich glaube, wir haben schon ein paar ETA 2 Geschwader verloren, ne? Ja. Mal das hier machen. So können wir die Schlachtschiffe mal kurz ablenken. Ja, einen verlieren wir wieder, wie immer. Okay. Ja, ihr könnt jetzt mal die restliche Raumstation, obwohl, hier oben mal die Spezialwaffe zerstören, bevor er damit schießt. Okay, okay, okay. Flieg du mal hier hinterher, dass wir da hinten ein bisschen die Schiffe, ich meine, hier haben wir schon ordentlich was getroffen. Na gut, die haben sehr viele auf Waffenstärkung gemacht, hier steht ja auch da. Aber dann kein Wunder. Na egal, jetzt einen haben wir verloren. Beschleunigte
Ansonsten sieht es ja jetzt ganz dunkel und hilft mal hier mit. Während ihr euch auf die beiden Kreuzer hier konzentriert oder die Fregatten noch. Ja, was haben wir denn hier unten? Ihr könnt gerne mal mit angreifen. Habe verstanden. Wo schießen sie jetzt drauf? Auf den? Melde mich wie befohlen. Zielerfassung bei maximaler Feuerkraft. Da werde ich mal gegen den. Raumstation, ja, ist nicht mehr so gefährlich. Wir schießen mal da drauf, in Breitseite. Okay, wir haben anscheinend, es sieht so aus, als hätten wir erstmal die Oberhand. Konnten schon einige Schiffe zerstören, die Raumstation ist schon schwer beschädigt, sollte keine Unterstützung mehr bieten können, außer ein bisschen Laserfeuer. Also die meisten Schiffe sind schon gut beschädigt. Sieht es bei unseren Schiffen aus? Okay, zwei haben keine Schilde mehr. Alter! Wo hat er denn gerade so viel Schaden auf einmal bekommen? Dann mal los. Erwarte Befehle. So, die Raumstation ist gleich hin. Das ist noch das heilste Schiff von allen. Jawohl, Commander. Die Schilde sind ausgefallen. In Bereitschaft. Okay, okay. Sieht ganz gut aus. Dann können sich mal die Bomber jetzt alle mal auf den konzentrieren, weil der noch so heile ist. Der ist schon relativ gut beschädigt, die auch. Hier oben ist jetzt, glaube ich, sauber sein. Ja, alles wir sauber. Haben unsere Startrampe erwischt. Ein paar Jäger noch. Sternenkreuzer in Bereitschaft. Roger bestätigt. Information. Ja, ich weiß nicht, ob wir den noch verlieren. Ich glaube schon. Obwohl, der zieht sich jetzt zurück. Dann einmal bitte auf die Schilde schießen. Ich frage mich eigentlich gerade, wo er sich zurückziehen will, hin zurückziehen will. Ach, egal, die andere wird auch schon. Okay, ein Venator-Kreuz haben wir verloren. Das ist natürlich jetzt nicht so toll, aber besser als hätten wir noch mehr verloren. Oh, okay, wir haben den Rückzug abgebrochen. Der Rest-Counter-Server wurde wohl von den massiven Bomben zerfetzt. Oh, die Aether, zwei Leben noch, die können wir wunderbar die ganzen Vultures ausschalten. Zumindest die restlichen hier, die, keine Ahnung, zwei Stück sehe ich da zumindest. Da oben sind noch ein paar. Da kommt das denn nicht entkommen. So, hier. Da sind sie gezwungen, umzudrehen, um anzugreifen. So, das war ihr Todesurteil. Gut, die Raumschlacht lief schon ein bisschen besser. Wie immer ein Venator-Kreuzer verloren. Einer ist ganz schön beschädigt worden. Oh doch, wir haben doch ein bisschen Aether 2 verloren. Okay, waren ordentlich was. Wir waren auch echt 9 Stück, ne? Also es muss jetzt auch wieder wehgetan haben, ja. Also langsam nähert er sich an die Nullgrenze. Dann können wir hier noch ein paar Aether 2 ausbilden. Also ausbilden, gleich schon aufbauen. Gut, ich bin auch gerade hin. Obwohl, jetzt brauchen wir diese Flotte nicht mehr. Positionsänderung. Können wir die verschmelzen sozusagen. Dann haben wir wieder eine relativ mächtige Flotte. Ja, 13 hier. Stück. Erwarte Ihre Anweisung. Also ich würde mal sagen, wir ziehen mal einen hier weg, dann haben wir 12. Ziehen wir die mal zusammen. Hier haben wir 10. Hier haben wir 7. Und da waren 9. Dann schicke ich da einen hin, dass wir da 10 haben. Weil wir da hatten wir keine Überraumgeschütze hier, ne? Ne, gut, alles klar, habe ich das nicht vergessen. Euch schicke ich und dich schicke ich mal nach Kashyyyk. Ja, sieht ganz gut aus. Hier haben wir noch. Genau, und so wollten wir unsere Verluste ausgleichen. Das ist klar. Konstruktion abgeschlossen. Ich denke mal, obwohl packen wir mal die Hulk-Dinger auch mit rein. Können wir mal gucken, was die so drauf haben. Ja, dann mal das so. Dann ab nach Felucia. Felucia wird das schon nicht arschig sein. Dann mal schauen, wenn Felucia jetzt gut klappt, dann nehme ich noch gleich Geonosis auf. Obwohl, ja komm, das mache ich gleich direkt, dann bin ich wenigstens fertig. Invasion beginnt. AAKs, alles klar. Wir können natürlich auch automatisch machen, aber ich will ja schon, dass ihr die Action mitsieht. Oh, juckt. Also ich denke mal schon, dass Speicherplatz reichen sollte. Wir haben jetzt den letzten Part gehabt. Haben jetzt gerade 9 Minuten. Der letzte Part war ja relativ ein bisschen kürzer. Ja, das sollte reichen. Sir, Genos wird natürlich größer. Okay, hier müssen wir das so machen. Ich mache das anders. Ich ziehe ATTEs runter.
Packt die Infanteristen ATTE rein und holen uns noch ein Artilleriefahrzeug. Schild des gegnerischen Stützpunktes O. Denn hier sind immer diese komischen Ranken, die sich die Soldaten schnappen. Und darauf will ich jetzt nicht die ganzen Klone verlieren. Yes, sir. Deshalb einmal bitte alle in die ATTEs rein. Und der Rest bitte einmal da rein. Möchtet ihr nicht da rein? Scheiße. Wieso steigt ihr denn nicht da rein? Understood, sir. General. Wenn ihr nicht wollt, dann eben Pech gehabt, dann bleibt draußen. Ist mir auch egal, dann sterbt ihr eben. Oh, da kommt schon ein Zwergspitz. Nee, das ist ein Krabbendruiden. Dann würde ich mal sagen, haben wir hier mal etwas raus, um es wenigstens ein wenig zu werden. Die Artillerie lassen wir erstmal hier hinten. Denn ich will erstmal den Weg dahin sichern. Na komm hin da. Warum schießt du nicht? Warum schießt er? Ja, komm mit. Yes, sir. Na los, kommt hier hin. Right away, sir. Hier. Nicht stehen bleiben, Berg, bitte. Nicht stehen bleiben, sag ich schon. Stehen bleiben und nicht werden. Sollte ich mit mir anlegen, ne? Schon mal hier ein LRT-Schiff runter. So, das Fahrzeugabwehrgeschütz sollte uns ein wenig den Rücken decken. Weißt was, stell dich mal hier auf und da ist die Unterstützung. So, und du kommst auch hier und bringst auch Unterstützung. Okay. Ach, der hat ein Schild, ne? Oh, scheiße, dann kann ich da nicht reinschießen. Aber wir kommen dann wunderbar in den Schild von hier aus rein. Armor Assault Tank, genau, ja. Stehen bleiben. Und ja, hier einmal bitte die ganze Klone rauslassen. Ihr könnt die Landungszone... Nee, da braucht man hier eine Reparaturplattform. So. Darf ich jetzt? Danke, sehr freundlich. Was macht ihr? Was macht ihr? Was macht ihr? Seid ihr ein bisschen behindert? Was soll das? Idioten. Was soll das? Ich habe gar nicht befohlen, da reinzurücken. General. Yes, sir. Hallo, ich möchte gerne dich haben. Haben wir die Verstärkungszone? Oh, da kommen die Wankos angeschissen. Hier schießt man mit auf den Wankor. So, einer weg, da kommen wahrscheinlich gleich noch mehr. Endlich mal, meine Fresse. Wer hat jetzt, wer auch immer gerade meine Reparaturplattform kaputt gemacht hat, ey. Eigentlich war die total in Deckung, aber... Ich warte mal gerade auf die letzten. Also auf die drei Stück. Junge, du sollst hier bleiben. Kapierst du es nicht? Aber da kommen Wankos, dann töten wir gerade schnell die Wankos damit. So, rein hier, Schildgenerator ausschalten. Schnauze voll hier mit den Kackdingern. Ja, ihr macht auch so viel Schaden, ne?
Falls du 4 LAT-Schiffe bekommst, so einen empfindlichen Schildgenerator nicht kaputt. So, weg da. Meine Herren, ey. Toll, ATT haben wir auch noch verloren. Warum bleibt ihr nicht hier? Was soll die Scheiße? Ihr sollt hier bleiben. Mann, weißt du, solche Verluste sind sowas von unnötig, weil die zu blöd sind, mal hier zu bleiben. Mann, man befehlt den, bleib hier? Nö, wir müssen vorrücken. Meine Fresse, ey. So, dann gucken wir uns mal die Hulks an. Ich will die mal selber benutzen. Aber die haben gar keine Spezialfähigkeit, ne? Konstruktion abgeschlossen. Toll. Ich will die Verstärkungszone nicht sehen. Ich will die hier sehen. Okay. Toll, die Artillerieschiffe werden natürlich nicht repariert. Na gut. Dann eben nicht. Ich muss mal sagen, da hinten machen wir einen Orbital Strike. Ja, zieht euch zurück. Alter, kann das Ding so weit schießen? Alter, das Ding ist... Ah ne, das waren die jetzt. Ich wollte schon gerade das Ding loben, aber ich weiß gar nicht, ob es so weit schießen kann. Obwohl, die hat es gerade ausgelöscht. Hier ist wahrscheinlich noch eins. Ja, natürlich, das habe ich natürlich nicht getroffen. Aber das trifft natürlich schon wieder so viel weit. Beginne Bombardement. Das müsste es jetzt gewesen sein. Wenn das Teil das überlebt hat, dann ist das aber ziemlich... Na gut, wollte schon sagen, ey. Das ist aber ziemlich asozial gewesen. Ey, komm, ich dachte, ihr seid gerade gut gegen Infanteristen. Anscheinend nicht. Naja, egal. Haben wir denn hier noch was? Ach so, das natürlich. Foundry. Ja, toll. Da kommt ihr mal gerade hier ran. Obwohl, wir brauchen jetzt eigentlich nicht opfern. Das ist ziemlich dämlich. Fahrzeuge können wir da hinschicken. Ja, Infanteristen müssen wir uns natürlich auch wiederholen. Haben wir natürlich verloren. So. Gut, dann auf die Infanteristen, dann rückt die alle zusammen vor. Die Foundry. Hier hinten müsste dann auch noch irgendwo ein, ja, ihr wisst schon was, Gebäude sitzen. Obwohl, wir können mal gerade mit den LAT-Schiffen hier unten den Generator zerstören. Weil hier unten sind ja Rancors, die sollten ja meine LAT-Schiffe nicht abschießen können. Na gut, dann verzieht euch mal, die Rancors könnt ihr da lassen. Die gehen wunderbar. Obwohl, die können wir gerade die ganzen Superkampfdruiden ausschalten. Hallo, ihr sollt die Superkampfdruiden ausschalten. Dann schlagt euch in mit den Rancors, das ist auch Wurst. Gut, dann rücken wir vor. Dann gucken wir mal. Zack, wenigstens sind die jetzt weg. So, dann einmal, ja, ist da neu. Wer lebt denn da noch? Ah, wir leben noch einmal. Dann tötet mal die hier. Da kommt sogar noch ein Superkampf wieder angeschissen. Ja, möchtet ihr das bitte angreifen? Ich hab's befohlen. Hallo, was soll denn das? Ihr sollt das Teil bitte angreifen. Danke sehr, ey. Und zerstört noch, ja, ihr könnt eigentlich gleich hier bleiben. Alles klar, Mine kaputt. Wie viele Gebäudeslots hat er denn hier? Ich weiß es gar nicht mehr. Warte mal, wir haben 1, 2, 3 haben wir schon weg. 4 Stück. Ich glaube 5 konnte man haben. Dann wird das letzte wahrscheinlich hier oben sitzen.
Turbolaserturm brauchen wir jetzt keine Angst mehr haben. Wir haben den Generator ausgeschaltet. Warte mal einen Augenblick. Oh, hier ist echt alles verseucht mit Tieren, ey. Na gut, diese Würmer machen ja nichts. Aber die hier sind schon ziemlich nervig. Oder die Rancors. Was soll ich wohl gerade sagen? Ich werde angegriffen. Von was denn bitte schon wieder? So, was haben wir denn hier? Hä, was? Wer hat denn jetzt Schaden bekommen? Hä? Ach, hier sind giftige Pflanzen. Dann, hallo, ich möchte gerne, dass ihr da reingeht. Hab ich gar nicht gesehen. Dann geht mal in die Transporter rein. Here we come. General. Hi, guys. Yes, sir. So. Hallo, ihr solltet da reingehen. You heard the man. So. Got another mission, sir. Gut, dann gehen wir wenigstens in Sicherheit. Dann, ja, wo ist denn das letzte Gebäude hier? Move! Move! Oh, Anti-Infanterie. Kannst mich am Arsch stecken, ich hab Fahrzeuge. Schau mal, dass es nicht hier unten sitzt, das wäre natürlich scheiße. Oh, hier ist ein Satellit. Ein verlassener Sensor, na genau. Wunderbar, damit können wir mal kurz gucken. Karte aufdecken. We stand ready. Don't know the mission, sir. Attention, Sergeant. Was macht ihr denn da für einen Scheiß schon wieder? Right away, sir. Yes, sir. We stand ready. Into the fray. Move, move. Was das jetzt gerade war, weiß ich auch nicht. Hier hin, hin hier. Ich brauche einen Bagdad-Tank. Na komm. Wird gebaut. Attention, Sergeant on deck. Kriege ich die nicht oder was? Konstruktion. Das ist nur Dekoration. Willst du mir sagen, dass das nur Dekoration ist? Oh. Warum ist das nur Dekoration? General. Yes, sir. So, hin hier. Hallo, ich habe befohlen, da hinzugehen. So, dann könnt ihr euch mal kurz alle verarzen. Die kriegen echt Schaden durch irgendwelche... Aber hier ist überhaupt nichts. Hier ist keine giftige Pflanze gerade. Ja, jetzt wollen die schon wieder nicht da reingehen. Weißt du, eigentlich müsste ich sie hier sterben lassen, weil die nicht auf mich hören. Weil es ja eigentlich Befehlsverweigerung ist, was die gerade machen. Here we come. Light 'em up. You heard the man. Alter. Was hat er mir so viel Schaden gemacht? Ist hier was? Scheint nicht. Jetzt hier hin. Nicht stehen bleiben. Here we come. So, hier dürfte ja gar keine giftige Pflanze sein, weil ich meine Druiden. Oh, das sind das andere waren Druiden. Yes, sir. Okay, da kann man sagen. You heard the man. Der glitscht sich schon wieder hier so bescheuert. Wir haben eine Landezone gesichert. Und ich hole mal auch Talga nur noch eins. Understood, sir. Die Rest, die anderen will ich jetzt eigentlich nicht opfern. We stand ready. Konstruktion abgeschlossen. Ich will nur zumindest die Orbitalschläge gerade kommandieren, indem ich... Ja, ihr könnt mich am Arsch lenken. Ja, damit habt ihr nämlich nicht gerechnet, ihr Pisser. Könnt mich am Arsch lenken, aber auch die ganze Zeit sitzen, nein. Ah, geschafft. 24 Minuten, ey. Warum haben wir jetzt Ach so, doch, haben wir doch verloren, genau. Ah.
Aber wir müssen jetzt noch 3 Stück haben. Na gut, ich wollte schon sagen, ey. Ja doch, 5 Stück hatte der. Ich hau mal auch den Schildgenerator hin. Dann... fordern sie mal hier neue Unterstützung an, dann... Ah, da kann ich gar keinen Infanteristen. Kousan, du wirst mal Infanteristen für mich ausbilden, für Geonosis. So, wir werden jetzt komplett unsere Einheitkapazität vollhauen, für alles für Geonosis. AT-Schiffe. Hier kann ich nichts an schweren Fahrzeugen. Kaminos gibt es nur Klotruppen, kann man mal... Nur davon ein paar und davon, dann nehmen wir auf Naboo Kampfläufer, nochmal LAT-Schiffe, hier ein paar von denen, da haben wir noch unsere ganzen Infanteristen. So, hier habe ich nochmal Raumstation raus. Und dann würde ich sagen, wir machen das dann, würde ich das dann so machen. Ich werde jetzt hier weiterschmieren, ich werde jetzt hier maximal eine Kapazitätsgrenze rausholen. Wir sind uns dann im nächsten Part bereit für den Angriff auf Geonosis. Na, also dann erspare ich euch diese ganze Bauzeit hier, dann können wir direkt im nächsten Part anfangen, Geonosis anzugreifen. Und ja, dann würde ich sagen, sehe ich euch dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss.